Also ich sag mal so, den modischen Aspekt, da hast du ja dich schon, ich sag mal so, zumindest entwickelt. Ja, kommt auch noch die Weste und die Sakko und so. Das machst du gut. Also da hast du wahrscheinlich schon mal den einen oder anderen guten Rat bekommen. Aber wichtig ist an dieser Stelle, dass du das, was du trägst, auch ausfüllst. Mhm, ja? Ausfüllst, okay. Man muss einfach... Die Haltung, ja. Die Haltung. Ich so ein bisschen, guck mal, hier, es gibt so einen gewissen Punkt, ja? Ja. So. Und da sein. Und inhaltlich, was könnte ich da moderationsmäßig besser machen? Naja, also auf jeden Fall solltest du ein bisschen seriöser werden in Zukunft. Ja, nehmen wir da mal ein Beispiel an Markus Lanz. Markus Lanz. Also der kommt zumindest, ist jetzt nicht unbedingt mein Typ, aber zumindest gibt er einem das Gefühl, dass er sich seiner Frage bewusst ist. Das überrascht mich jetzt sehr, weil ich sehe mich eigentlich als Widerspruch zu Markus Lanz. Ich sehe mich als Antagonismus. Ich empfinde mich eigentlich eher so wie der Gottschalk, so wie das Gottschalkische Spätwerk. Der Gottschalk im Alter. Ja, aber dann sind wir wieder bei Inhalten, weißt du? Und Gottschalk macht null Inhalt. Okay. Du musst seriöser wirken. Okay. Du musst wirklich dem Zuschauer das Gefühl geben, dass du gerade die Frage selber verstehst, die du stellst. Okay, Seriosität, ja, das kriege ich. Hallo, lieber Alex. Zuschauer, mein Name ist Timo und ich moderiere gleich die lokale Show mit dem Netto hier in Kaliburga. Das ist eine Unterhaltungsrevue, es wird alles passieren. Es gibt Musiktexte, es gibt Musik, es gibt Texte. Und was ganz wichtig ist, es gibt eine wilde Action, also ganz wilde Performance, die wir aber leider raus sehen. Wir kürzen zusammen, denn ich möchte seriös werden. Seriös agieren als Moderator. Ich orientiere mich neuerdings an Markus Lanz auch kleidungsmäßig. Denn irgendwann wollen wir alle dahin, nicht wahr? Da, wo der Markus jetzt ist. So, hier geht's. Ich sehe unsere Bassistin von der Showband, die Mariachi. Michaela, hast du dich gut eingegroovt? Ja, super, super. Also, ich gebe mir alle Mühe, hier die Quote zu machen in der Band. Ne? Unsere Showband ist ja berühmt für den Spruch, wer übt, kann nicht. Das ist so ein Musikerspruch. Würdest du den auch so hundertprozentig unterschreiben? Auf jeden Fall. Also ich übe nie. Ich spiele nie irgendeinen Ton zu Hause und wir proben ja auch nie. Aber wir haben es halt drauf, ne? Würde ich mal so sagen. Genau, dann kannst du auch losgehen. Ja. Vielen Dank, Michaela. Wow. Let's rock. Let's rock. Guten Abend, herzlich willkommen hier im Café Burger zur Lokalrunde der Show mit Weltniveau. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, sehr verehrte Damen und Herren. Guten Abend, liebe Alex-TV-Zuschauer. Wir zeichnen ja auch für Alex-TV mit einer Mega-Quote. Ich sag mal, guten Abend, liebe Alex-TV-Zuschauerinnen und guten Abend, lieber Alex-TV-Zuschauer. Wer ist denn zum ersten Mal hier in der Lokalrunde? Ganze Menge. Dann erkläre ich kurz, was wir machen, wer wir sind. Wir sind eine Unterhaltungsrevue, kann man sagen, mit ein bisschen Anspruch. Das erklärt auch der Untertitel Show mit Weltniveau oder lässt darauf hoffen, auf den Anspruch. Wir haben eine einzigartige, wunderbare Showband eben gehört, die unglaublichen Mariachi! Und mein Name ist Evolution, ich bin Ihr freundlicher Moderator. Ich führe Sie durch den Abend, ich nehme Sie an der Hand. Wenn Sie irgendwas nicht verstehen, dann
kommen Sie auf mich zu. Und ich bin auch derjenige, der den Schnaps ausschenkt. Wir würden nicht Lokalrunde heißen, wenn wir nicht immer erstmal hier was verteilen würden. Und heute ist es ein Kräuterlikör. Ich weiß gar nicht, ist beliebt, oder? Ich weiß gar nicht, trinkt man den kalt, den Kräuterlikör, oder nicht? Tatsächlich, ja? Ich gebe jetzt hier einfach die Flasche an dich und du nimmst dir dann hier von diesen kleinen Schnapsgläsern eins raus und reichst dann weiter. Ja? Während die Flasche kreist, singe ich traditionell inzwischen einen Song. Kurzes, trauriges Lied mit Schmerzensschreien zwischendurch. Es ist auch wirklich ein trauriges Thema, um das es geht, und zwar um den Großflughafen BER. Ich habe da neulich einen Artikel gelesen. Diese Nichtfertigstellung des Flughafens ist ja mit dramatischen Einzelschicksalen verbunden. Zum Beispiel gibt es da einen Taxifahrer, der sich da irgendwie eine Lizenz erworben hat oder so, dass er von diesem Großflughafen aus Taxi fahren darf. Und er steht jetzt da immer rum, schon seit einem halben Jahr. Ich weiß gar nicht, warum er nicht woanders auch Taxi fahren darf. Jedenfalls verdient er nichts und hat sein ganzes Erspartes für diese Lizenz ausgegeben. Und was noch viel schlimmer ist, unter diesem Großflughafen, da gibt es einen Eisenbahnbahnhof und da muss viermal am Tag ein leerer Zug durchfahren wegen Frischluft. Also einmal hin und dann wieder her und zurück. Und Männer wie ich, die als Junge davon geträumt haben, Lokführer zu werden, die wissen natürlich, was das auslöst in einem Lokführer. Großflughafen BER, ich fahre ständig hin und her. Das Leben ist hart, das Leben ist schwer. Am Ende des Tunnels, da ist ein Licht. Doch das hilft mir nicht aus der Depression. Stulle eingepackt und die Thermoskanne mit Kaffee im Führerstand, mal sehen, ob ich es schaffe, diesen Arbeitstag ohne Tränen auf meinen Wangen, zwischen Frust und Gähnen, hinter mich Schmerz. Als ich ein Junge war, da träumte ich mit meiner Lok durch ferne Länder, über Brücken, Gleise, Tunnel, so wie Jim Knopf und Lukas, der Lokführer. Schmerz. Und jetzt muss ich bis zur Rente in meinen besten Jahren viermal am Tag wegen Frischluft durch diesen Kack verfickten Scheiß verrockten Stunde viermal am Tag Schmerz. Es bricht mir das Lokführerherz. Es bricht mir das Herz. Ich bin der traurigste Lokführer von dieser Welt. Doch ich brauch das Geld. Scheiße, ich brauch das Geld. Schmerz! Die Mariachis. So, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, jetzt bin ich soweit, unsere Stargäste ankündigen zu dürfen. Heute Abend bei uns von der Lesebühne LSD, Liebe statt Drogen, und der Reformbühne Heim und Welt, der einzigartige, unglaubliche Uli Hannemann! Er ist berühmt dafür, dass er einfach sitzen bleibt, wenn man ihn ankündigt. Deswegen nochmal, der einzigartige, unglaubliche Uli Hannemann! Ja, wir hatten das natürlich, ja, wir haben es nicht abgesprochen. Das war jetzt eigentlich ein Zeichen, dass du einen Text vorliest. Du dachtest jetzt, ich stelle dich bloß vor mit diesem. Ja, kann ich verstehen. Soll ich jetzt einen Text vorlesen? Genau.
Genau, also nochmal, der einzigartige, unglaubliche Uli Hannemer. Wird das jetzt rausgeschnitten oder wie? Ach so, wir sind eine libertäre Veranstaltung. Ich lese einen Text vor über ein Alltagsärgernis in öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Text trägt den Titel Schule des Lebens. Dass die diese Show auch ausgerechnet immer dann abziehen müssen, wenn ich eilig zum Flughafen muss. Zwei Eltern versuchen ihrem Kind, das noch kaum stehen oder sprechen kann, das Fahrschein kaufen für die U-Bahn beizubringen. Alle anderen Automaten auf dem Bahnsteig sind selbstverständlich kaputt. Der didaktische Offenbarungseid ist derart absurd, dass man eigentlich lachen müsste, wenn man nicht gerade töten wollte. Die Erziehungsberechtigten drücken zunächst wie Puppenspieler die kleinen Patschhändchen des Mädchens einzeln auf den von Speiseeis und Streptokokken klebenden Touchscreen. Bereits diesen Vorgang müssen sie mehrmals wiederholen, da entweder der Druck des Kindes nicht reicht oder das kleine Patschehändchen auf dem Bildschirm verrutscht. Es kann noch gar nicht wissen, was es hier tut. Dennoch reden seine Erzeuger in einem Fort erklärend auf es ein. Die sprechen zu Hause bestimmt auch mit den Zimmerpflanzen. Leidend brumme ich vor mich hin, während hinter meinem Rücken noch verzweifeltere vorbeihasten, den Zug ohne gültiges Ticket betreten und spätestens 3 Stationen weiter gefangen werden. Viele können sich das erhöhte Beförderungsentgelt nicht leisten. Sie kommen ins Gefängnis. Dort werden sie von fiesen Raubkopierern mit giftiger Tinte tätowiert und anschließend im Duschraum vergewaltigt. Am Ende sterben sie, ohne das Licht der Freiheit jemals wieder gesehen zu haben. Da warte ich doch lieber noch ein bisschen. Das Kind hat sich ein weiteres Mal vertan. Die Eltern zeigen ihm das Korrektursymbol. Schau mal, wenn dir einfällt, dass du doch lieber eine andere Karte haben möchtest, zum Beispiel ein ABC-Ticket, das gilt dann bis zum Flughafen Schönefeld. Ach, Schönefeld. Noch eine Stunde, bis dort für mich der Schalter schließt. Oder vielleicht willst du ja auch ein Tagesticket. Schau mal, hier, oder eine Viererkarte. Eine Viererkarte. Wozu braucht ein Baby, das kaum unfallfrei ins Töpfchen kacken kann, um Gottes Willen eine Viererkarte? Ich kann nicht mehr. Hallo, schreie ich. Hallo Sie, das ist hier kein Daddelautomat für Kleinkinder, sondern ein wichtiges Gerät für berufstätige Erwachsene, die dringend von A nach B oder sogar C müssen. Die Wirtschaft liegt brach und das Land steht still, weil Sie hier die Logistik lahmlegen, nur um öffentlich die ungenügende Reife Ihrer Brut vorzuführen. Leute wie Sie müsste man im Grunde auf der Stelle abknallen, müsste man. Ganz laut schreie ich. Allerdings nur tief in mich hinein. Nach außen bleibe ich hingegen stumm und lasse resigniert die Ärmchen hängen wie ein ängstliches Papageientaucherküken, bevor ihm die Mama in den Bürzel tritt, damit es von der Klippe fliegt. Ein sehr großes und sehr graues Papageientaucherküken. Das ist sicher ein wahnsinnig niedlicher Anblick. Doch was hilft mir das jetzt? Ich wäre gerade lieber wahnsinnig böse als wahnsinnig niedlich. Wahnsinnig werde ich immerhin schon, das spüre ich deutlich. Als nächstes lassen Sie Ihr Kind die Münzen in den Schlitz stecken. Das war mir klar, das gehört zum Standard in diesem Affentheater. Im Schnitt dauert die Nummer weitere 3 Minuten, hier 5. Für solch ein unkoordiniertes Gefummel hätte man selbst einen Schimpansen mit Schimpf und Schande eingeschläfert. Wenigstens haben die Eltern die beifallheischenden Seitenblicke auf mich, ihr Publikum, inzwischen eingestellt. Kein Wunder übertönt mein wütendes Zähneknirschen doch bei Weitem das Rumpeln und Quietschen der einfahrenden Bahnen. Nun hebt der Papa das Gör von der Bildschirmebene herab, damit es haha sehen kann, wie unten die Fahrkarte ins Ausgabefach fällt. Und danach, hör mal, haha, wie lustig, das Wechselgeld in den Schacht klappert.
Was für ein großes Abenteuer für ein kleines Kind. Die Klappe zur Ausgabe ist zu schwer, die Mutter muss behilflich sein, um sie zu lüften. Hinter mir hat sich nun doch eine lange Schlange schweigender und leichenblasser Menschen angesammelt. Keiner von ihnen wirkt, als hätte auch nur die geringste Hoffnung auf ein Morgen. Mit ungeschickten Fäusten fischt das Kindlein nach den Münzen. Jede zweite fällt dabei zurück, jede erste auf den Boden vor dem Automaten. Die Schwächsten in der Schlange legen sich zum Sterben nieder. Im Angesicht des Todes entgleitet den Eltern sogar der Hauch eines entschuldigenden Lächelns. Darauf habe ich gewartet. Das macht doch gar nichts, sage ich mild. Ich muss auch gar nicht immer verreisen. Vielleicht möchte Ihre Kleine gerne auch meinen Fahrschein ziehen? Danke. Ja, vielen Dank, Uli Hannemann. Und jetzt live an diesem Mikrofon. Ich bin froh und glücklich, dass sie hier ist heute Abend. Das erste Mal bei uns, Margarete Stokowski. So, hallo. Ich lese einen Text übers Ficken. Das Ende einer Beziehung, in Klammern sehr plötzlich und sehr unangenehm. Ja, es ist mir peinlich. Und nein, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich dachte immer, ich wäre anatomisch normal. Meine Frauenärztin hat nie Andeutung gemacht, dass irgendwas nicht okay wäre. Aber es ist passiert und ich weiß nicht, wieso und jetzt liegt er da und ist kaputt. Ich habe meinen Vibrator zerbrochen. Ja, genau, beim Benutzen. Mittendrin. Blöde Sache. Es hat einfach Knack gemacht und ich habe einen ziemlichen Schock bekommen. Von außen sah er eigentlich noch genauso aus wie vorher, pink und glatt und schön. Aber man konnte ihn plötzlich ganz durchbiegen und es gab so ein klappriges Geräusch, wie wenn lose Plastikteile aneinander stoßen. Und naja, der Motor ging nicht mehr. So etwas darf eigentlich nicht passieren. Ich dachte nur so, oh Gott, ich darf das niemandem erzählen. Sie werden mich nur noch die Stahlmuschi nennen. Es war gar kein besonders billiges Modell oder so, sondern von einer ziemlich guten Marke. Es hatte um die 60 Euro gekostet und war sogar mal mit einem Designerpreis ausgezeichnet worden. Und vor allem, er war wieder aufladbar. Ein Vibrator, den man mit Ökostrom wieder aufladen kann, das fand ich ziemlich sexy. Als ich in meine neue Wohnung gezogen bin und den Stromanbieter gewechselt habe, habe ich dafür Aufkleber bekommen, so Werbesticker. Prima fürs Klima, Ökostrombezieher, wir arbeiten mit Ökostrom. Das fand ich ziemlich klugscheißermäßig, ich würde die nie irgendwo hinkleben. Deswegen liegen sie seit 2 Jahren in meiner Schreibtischschublade und kommen irgendwann in den Müll, falls ich mal aufräume. Wir ficken mit Ökostrom hätte ich garantiert irgendwo hingeklebt. An die Haustür am besten, falls die Zeugen mal wieder vorbeikommen. Kennen Sie Jesus? Nein, aber ich ficke mit Ökostrom. Jedenfalls war Poseidon, so nannte ich ihn, weil er nämlich wasserdicht war, kaputt gegangen. Ich war traurig. Man baut zu seinen Elektro-Kleingeräten ja mit der Zeit doch eine gewisse Beziehung auf, wie zu einem Haustier oder so, nur anders. Haustiere durfte ich nie haben, wegen Allergie und so. Vielleicht war deswegen meine Bindung zu meinem Vibrator noch stärker. Ich meine, ich hatte früher nicht mal ein Tamagotchi, nicht mal das. Ich erzählte einer Freundin von der Tragödie und sie lachte nur. Haha, du hast nur einen einzigen Vibrator gehabt, selber schuld. Stefan dagegen, mein Freund, war froh, dass nur der Vibrator zerbrochen war und sonst nichts. Jedenfalls ist Poseidon jetzt tot und bevor ich mir einen toten Gott in die Mumu schiebe, habe ich mir 2 neue gekauft. Nicht, weil ich finde, man braucht unbedingt 2, sondern weil ich unter der Woche in Berlin bin und am Wochenende in Brandenburg und es ist schon praktisch, pro Wohnsitz einen Vibrator zu haben. Das ist wie mit dem Handyladegerät oder mit der Nasendusche, also falls man eine hat. Ich habe mir also 2 neue Vibratoren gekauft. Einer heißt von Hause aus Paul und ich glaube, den Namen lasse ich so. Es ist ein bisschen blöd, weil ich wollte eigentlich später meinen Sohn Paul nennen und ich kann beim besten Willen mein Kind nicht nach meinem Vibrator benennen. Naja, Pech. Guter Sex geht erstmal vor. Paul sieht ein bisschen aus wie ein Wurm und der Kopf ist für den G-Punkt gedacht. Stefan nennt das, er geht auch um die Ecke. Und dann habe ich noch einen zweiten gekauft, der aber noch mit der Post kommen muss, weil ich ihn aus dem Internet bestellt habe. Auf den bin ich schon sehr gespannt. Er hat einen bekloppten Namen, aber weil er auch wasserdicht ist, nenne ich ihn Amphitrite. Also eine Sie, also auch eine Meeresgöttin und so, wie Poseidon. Ich bin schon ganz aufgeregt.
Nächste Woche habe ich mein erstes Date mit Amphitrite, habe ich zu Stefan gesagt. Ich hoffe, sie ist geil, sagte er. Hoffe auch, sagte ich. Immerhin hast du sie bezahlt, sagte er. Sie ist ja quasi dein Callgirl. Sag das doch nicht so, sagte ich. Immerhin bleibt sie länger als für eine Nacht. Stimmt, sagte Stefan. Bestimmt verliebt sie sich in dich. Ja, natürlich. Davon gehe ich aus. Dankeschön. Live am Mikro zum zweiten Mal. Uli Hannemann! Ist es eine Coming-of-Age-Geschichte oder genauer gesagt ist es auch ein Text über mein erstes Mal? Der Text heißt Besuch einer Hure. Nach dem Frühstück nahm Vater mich beiseite. Es wird höchste Zeit, dass du mal was mit einer Frau hast. Wie mit einer Frau? Was mit einer Frau? Ich verstand nur Bahnhof. Wie was? Was, Frau? Der Alte zwinkerte verschwörerisch. Na, du weißt schon, Knickknack und so. Ich wusste nicht. Knickknack? Wie meinte er das? Und was sollte und so sein? Knack, Knick etwa? Vater äußerte sich oft unkonkret. Ich habe dir eine Hure bestellt, führte Vater näher aus. Die wird dich in die Geheimnisse der Liebe einführen. Pass auf, hier hast du 10 Euro. Damit gehst du runter zur Tanke und besorgst einen hübschen Blumenstrauß und so. Dann kommst du wieder hoch, reinigst dein Genital fein mit Gallseife und ziehst dir einen frischen Schlüpfer an. Ich kontrolliere nachher alles. Um 5 kommt die Dame. Sie heißt übrigens Moni. Jetzt war ich aber mächtig aufgeregt. Unkontrolliert stolperte ich die Treppe hinunter. Auf dem kurzen Weg zur Tanke wurde ich von mehreren Autos angefahren, auf die ich wegen meiner Anspannung nicht geachtet hatte, doch ich nahm keinerlei Notiz davon. Im Verkaufsraum zog ich den schönsten Strauß aus dem Blumenbottich, wählte des Weiteren eine kleine Schachtel Pralinen sowie eine Taschenflasche Jägermeister und ließ mir das alles fein in Geschenkpapier einpacken. Vater lobte mich dafür, als ich zurückkam. »Ich sehe schon, du verstehst es mit den Weibern«, meinte er. »Knickknack, knickknack, knickknack«. Ich duschte kurz und in der Küche, wo das Licht am besten war, prüfte er mein Genital auf Sauberkeit. Alles war in Ordnung, Moni konnte kommen. Bereits um 5:15 blubberte vor dem Haus der mächtige 24-Zylinder des Hurenmobils. Ein ohrenbetäubendes Reifenquietschen, metallisches Scheppern, heiser gebrüllte Flüche und schon klingelte es Sturm. »Ich lasse euch da mal alleine«, murmelte Vater hastig. Er drückte noch kurz auf den Öffner, ehe er sich mit ein paar zusammengeknoteten Tischtüchern aus dem Fenster und auf die Straße abseilte. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich war davon ausgegangen, dass er dabei bleiben und mir alles erklären würde. Nun war ich allein. Als die Hure mit der Faust wuchtig an die Wohnungstür hämmerte, war ich nahezu starr vor Angst. Dennoch öffnete ich wie in Trance und sie hinkte hinein. Da stand sie nun im Flur. Ihr wuchtiger Schädel war kahlgeschoren und vernarbt. An der einen Seite hing ein halbes Ohr, das andere fehlte. Sie bleckte mich an. Zwischen ihren großen, schadhaften Zähnen staken die Reste zerkauter Asseln und Silberfischchen wie in brüchigen Gemäuer. Sie hätte meine Großmutter sein können und ich fürchte, sie war es auch. Wie ein Schutzschild hielt ich ihr die Sachen hin, die ich für sie gekauft hatte. Das verschaffte mir ein paar wertlose Sekunden. Sie fraß erst die Blumen, dann die Pralinen mitsamt der Schachtel, biss der Flasche den Hals ab und spülte alles mit Jägermeister runter. Danach warf sie sich auf mich und bearbeitete mich mit Schlägen und Fußtritten. Wimmernd kauerte ich am Boden, Blut floss aus Ohren und Nase, ein Schädelbasisbruch vermutlich.
Ficken, bumsen, auf die Fresse, gröhlte sie dabei wie von Sinn. Die Geheimnisse der Liebe waren fast noch schlimmer, als ich sie mir in meinen kühnsten Albträumen vorgestellt hatte. Wie sehnte ich mich nun nach dem Schutz des klugen Vaters, der, wie ich aus dem Augenwinkel wahrnahm, uns vom gegenüberliegenden Dach aus mit dem Fernglas beobachtete. Als die Hure mich für tot hielt, durchsuchte sie sämtliche Zimmer und Schränke nach Geld und Essbarem. Bevor sie ging, zündete sie noch das Haus an. Meinen 58. Geburtstag hatte ich mir jedenfalls anders vorgestellt. Danke. Ich wohne ja noch in so einer Wohnung, einer seltenen Berliner Wohnung ohne Klingel. Man kann da immer noch reingehen unten im Hausflur. Und es passiert manchmal, dass ich tatsächlich dann vor einer Wohnungstür direkt dann mit Leuten zu tun habe, die irgendwas von mir wollen. Das singe ich jetzt hier in dem folgenden Song. Der ist eine Übersetzung des Songs Crazy von Gnarls Barkley und in meiner Version heißt er Hazy. Es klingelt an der Tür, ist vielleicht die Post, ich mach mal auf. Doch der Typ, der da steht, sieht irgendwie nicht nach Postmann aus. Er will mit mir über die Bibel reden, ja, ist ja klar. Ist ein Zeuge Jehova. Ah! Fällt mir schwer, Nein zu sagen. Fällt mir schwer, nee, ich sag nicht Nein, ich lass ihn rein. Doch da riech ich, oh Gott, das kann jetzt nicht sein. Bin aufgebracht mit ganzer Kraft. Sag ich noch Hazy. Ich sag noch Hazy. Ich sag noch Hazy, was haben Sie da am Schuh? Na, ist leider schon zu spät, die Hundescheiße ist jetzt nur schon drin. Mein Teppich ist hin. Doch der Typ fragt nur, sagen Sie, spüren Sie in Ihrem Leben eigentlich noch Sinn? Oder was? Und er erzählt von Gott und der Welt und der Gott und der Welt und der Welt und der Bibel und der Welt, Weltuntergang. Und er meint, in diesem großen Zusammenhang wäre ja Hundescheiße eigentlich nicht von Belang. Mann, ich sagte noch Hazy. Ich sagte noch Hazy. Ich sagte noch Hazy, was haben Sie da am Schuh? Es gibt noch drei weitere Strophen. Die machen wir nachher um eins, da treten die Mariachis und ich hier nochmal auf mit einem kleinen Spezialkonzert. Jetzt sage ich aber erstmal, wer mit dabei war. Zum einen war das Uli Hannemann, hier sitzt er. Und Margarete Stokowski. Mein Name ist Evolution und last but not least die einzigartigen, unglaublichen Mariachi. Okay, tschüss. Macht es dir Spaß, auf Lesebühnen vorzulesen? Nee, ich mach das nur wegen Geld. Ach, tatsächlich. Du hast drei Bücher bis jetzt veröffentlicht? Nein, vier. Ach, vier sind schon. Und das fünfte kommt demnächst, oder? Das fünfte kommt demnächst. Das kommt im November und das heißt, wenn der Kuchen schweigt, sprechen die Krümel. Verdient man bei der Taz so wenig? Ja. Naja, man verdient bei der Taz ganz schön wenig. Geht's auch wieder um Neukölln, oder? Nee, das ist total gemischt. Das sind zum Teil auch Geschichten, die ich für die Taz geschrieben habe. Oder es ist meine berühmte Saarland-Serie, ist da drin. Ist das ein Unterschied zu Lesebühnentexten? Also machst du da für Lesebühnen machst du da andere Texte als für die Taz? Ich lese die mir einmal selber vor und wenn scheiße klingt, schreibe ich um. Wenn gut klingt, nehme ich so. So, ich bedanke mich für Ihre Gebührengelder, liebe Alex TV. Oder willst du das mal sagen? Ja, lieber Alex TV-Hörer oder sag mal im Fernsehen sagt man wahrscheinlich eher Seher. Vielen Dank für Ihre Gebührengelder, die bei uns bestens angelegt sind. Also sicher wie in
Abrahams Schoß. Eine super Investition. Ich kann jedem nur dazu raten, Leute, zahlt Gebühren. Und wirst du denn noch weiterhin auf Lesebühne auftreten? Ja, natürlich. Ach, toll. Wegen dem Geld. Musik. Danke für Ihre Gebühren.